Das war eine kalte Nacht mit ungefähr 8 Grad. Das liegt aber auch hier auf über 1700 Meter Höhe. Nachdem ich auf meiner gestrigen Etappe in der Schweiz angekommen bin, geht es für mich heute weiter. Zunächst ein Stück am Oberlauf des Inn abwärts bis Lapund, dann hoch auf den Albula Pass, knapp über 2300 Metern, und dann eine sehr lange Abfahrt hinunter das Albula Tal. Von dort aus geht es weiter nach Thusis in der Nähe der Via Mala, wo ich den Hinterrhein erreiche. Diesen folge ich dann bergab nach Norden Richtung Chur in Graubünden, bis der Hinterrhein auf den Vorderrhein trifft. Dort wende ich mich dann wieder nach Westen, am Vorderrhein entlang bergauf zur Rheinschlucht. Wenn ich Flims erreiche, wäre das Etappenziel für heute erreicht. Ansonsten muss ich mir irgendwo einen Campingplatz suchen. Ich bin jedenfalls voll gespannt und voll motiviert und freue mich auf eine ganz tolle Etappe heute. So, jetzt kommt die Sonne auch raus. Das ist ganz schön. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Hier sind so viele Flussarme. Also das haben die Schweizer hier wirklich schön angelegt, diesen Weg. Der führt die ganze Zeit hier am Fluss entlang. Abseits von der Straße. Schön zum Warm werden, bevor es gleich hochgeht in Albula. Also ich muss sagen, der Aufstieg hier gefällt mir sehr gut. Geht gleichmäßig hoch, im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, schätze so 10-11%. Das kann ich gut im untersten Gang fahren. Für mich die optimale Ausbeute von Höhenmetern pro Zeit. Ja, und auch nicht so arg befahren. Der Fernverkehr geht über den Juliapass und der Ausflugsverkehr, der hält sich in Grenzen. Also bisher top. So, jetzt bin ich schon fast auf der Passhöhe. Aber hier, das finde ich ja schon interessant, wenn man nimmt. Eis, ich glaube, das ist Eis, was hier steht. Ja, ich würde sagen, das ist hier karg und schlicht. Aber auch so, auf seine Art und Weise beeindruckend. So, ich erreiche jetzt den Albula Pass. Der obere Teil ist hier sehr flach. Und ich muss sagen, das war der für mich der, ja, der einfachste Pass, oder der mir am meisten entgegengekommen ist, den ich am schnellsten jetzt hochgefahren bin. Hier haben wir auch wieder eine Wasserscheide, nur nicht zwischen Adria und Schwarzem Meer, sondern zwischen Nordsee und Schwarzem Meer. Und ich glaube auch wettertechnisch fahre ich in die richtige Richtung. Thank you.
Ort gibt es auch immer wieder schöne, wunderschöne Viadukte, einer beeindruckender als der andere. Wirklich tolle atemberaubende Landschaft. Tja, die Bahn habe ich wohl überholt. Die kommt erst jetzt, dass sie den Berg runtergezuckelt. Na, sie muss ja auch einen viel längeren Weg machen, wenn sie die ganzen Serpentinen hier fährt. So, jetzt hat die Bahn auch ins Tal geschafft. Bergün, das ist das Passdorf auf der Nordseite. Sieht immer wieder schön aus, so ein rotes Bähni vor grünen Wiesen. Etwas blauem Himmel heute auch. Ja, und dann hier zum Vergleich immer die Spritpreise in der Schweiz. Gegenüber Livigno ist das ungefähr ein Faktor 2. Wie übrigens auch Essenspreise. Das ist auch heftig hier. Ich dachte schon, warum fährt die Bahn bloß in einen Tunnel? Und hier sieht man mal rum. Ganz tief da unten. Boah. Wunderschön hier, aber der Verkehr ist grausig. Muss man sehen, dass ich jetzt schnell von der Schnellstraße runterkomme und geht's abwärts Richtung Thusis. So, das war jetzt übrigens die Brücke über den Hinterrhein, in den ich angekommen bin, bei Thusis. Und jetzt geht's schön entspannt bergab. Hier beim Radfahren und beim Zelten so allerhand Völkchen. Es gibt die Gruppe von den Rennradlern, den Mountainbikern mit oder ohne Motor und den Reiseradlern. Heute habe ich gestern Abend habe ich zwei Rennradfahrer getroffen. Ja, die machen im Schnitt 120 bis 150 Kilometer am Tag und 3000 Höhenmeter. Die waren super nett und haben mir den einen oder anderen Tipp auch gegeben, was richtige Kleidung angeht. Aber man lernt die immer dazu. So, ich bin jetzt auf dem Radweg mitten in den Feldern in der Nähe von Reichenau in Graubünden und da treffen der Hinterrhein, der von rechts kommt, mit dem Vorderrhein, der hier von links kommt, zusammen. Genau, und ich verlasse jetzt den Hinterrhein und wende mich dem Vorderrhein zu. Das ist sozusagen der Aufstieg auf den Oberalppass, den ich dann morgen machen werde. Na, da war Tante Google aber nicht so ganz perfekt, hat mich eher vom Radweg über diese Fußgängerbrücke hochgeführt und nachher auf der anderen Seite wieder runter. Das wird noch was, naja. So, die Brücke ist etwa genauso breit wie meine beiden Packtaschen. Dann fahre ich jetzt mal genau auf den Weg, den Google mir vorsteckt.
Traffic. Das geht hier lang. Das sieht mir aber echt bedenklich aus. Ja. Ach, da unten, da ist ein. Uiuiui. Es gibt die Mitte in diese. Uiuiui. Ja. Ich bin froh, wenn ich wieder festen Asphalt in den Füßen habe. Oh. 33 Grad hat es hier. Nach 8 Grad heute Morgen ist ein Unterschied. Und dann noch frisch gefärbter schwarzer Asphalt. Ich bin am Glühen. Aber endlich bin ich beim heutigen Etappenziel angekommen in Flims. Und ein paar wunderschöne Impressionen von dieser wunderschönen Landschaft hier. Eine böse Überraschung am Ende der Etappe, Campingplatz ausgebucht.